Hallo, meine lieben Banished-Freunde, liebe Verbannte. Wir haben jetzt die Folge 18 und es geht weiter hier bei Banished, dem Suchtfaktor-Spiel für alle Aufbaustrategiefans. Warum ich jetzt hier nur eine Kuh habe, ist mir ein völliges Rätsel. Ich hätte da gerne zwei Arbeiter. So. Wo die jetzt herkamen? Keine Ahnung. So. Ob die dann vielleicht kuhmäßig vielleicht ein bisschen mehr auf die Beine stellen können. Oh, die sterben alle, aber ich hoffe nicht verhungern. Erfroren. Einer ist erfroren. Oh Gott. Wie sieht's denn aus mit Woodcutterer 3? Okay. Mann, 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 da ist uns einer erfroren. Verdammt. Oh. Oh. Und er hat Alter. Oh Mann, die sterben hier alle wie verrückt am Alter. Wir werden dann noch einen neuen Friedhof bauen. Wo gibt's denn den? Wo kann man den bauen? Wo ist er denn? Wo ist denn der Friedhof? Hier. Friedhof. Cemetery. 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 Ah, wo können wir denn einen schönen Friedhof? Hier, guck mal, hier ist doch immer gut, wa? An der Kirche, Friedhof, passt doch, oder? Nee, der muss dann genau so sein. Ob das was bringt? Nee, wa? Nee, das war zu klein, mag er nicht. Irgendwann werden wir auch mal die Felder versetzen müssen. Guck mal hier, hier ist doch ein cooler Platz für einen Friedhof. Ja, so. Ja. Kriegt doch euren Friedhof direkt hinterm Haus. Leute, die Kuhproduktion, die ist die Schle. Ach, wir brauchen noch eine zweite Kuh. Wir brauchen noch eine zweite Kuh, sonst können die sich nicht vermehren. Oh Gott. Ufo-Mann, da kommst du jetzt drauf. Keine 3 Jahre später. So, wir können jetzt mal schon, wenn wir hier noch ein bisschen Stein abholen. Wenn wir hier noch Stein abbauen. Das ganze Stein hier rausnehmen. Dann haben wir ziemlich viel Stein, was wir auch dem Händler unterjubeln können. Der aber auch nur alle 23 Jahre kommt. Guck mal, und hier haben wir, genau, hier haben wir doch extra. Boah, nein, ey, guckt euch das an hier. Guckt euch das an. Wir werden hier mal ein bisschen was raushaken. So, immer noch Nahrungsmittelknappheit. Das ändert sich hier gar nicht. Das ändert sich hier nicht. Wir haben Frühling. Sehr schleppend wird hier gearbeitet. Wir hatten schon wieder 3 neue Häuser gebaut. Da wird der... Ach, guck mal einer an. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Warum werden die nicht gebaut? Warum werden mir die Häuser nicht gebaut? Priorität hochsetzen. So, was wir jetzt bräuchten, wäre ein Händler, der uns noch eine zweite Kuh anbietet. Das wäre natürlich ideal. Wir haben jetzt den Spätfrühling und haben 17 Grad. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann haben wir das Ärgste jetzt erstmal überstanden. Hühnerzucht läuft. Und ich würde fast noch sagen, wir bauen noch ein Holz. Noch ein Woodcutterer. So, hier hin, genau. So, Woodcutterer gebaut. Dann können wir hier noch ein... Naja, mal gucken. Friedhof ist jetzt auch nicht so wichtig. Sieht es denn aus hier auf den Feldern? Die haben hier schon richtig Probleme, glaube ich, überhaupt alles zu bestellen. Felder zu bestellen. Wobei, aber sieht doch gut aus. Sieht doch ganz gut aus. Was soll's? Ja. Wir werden mal gucken. Ne, wir gucken gar nichts. Wir gucken erstmal, wie es hier weitergeht. So, hier wird schon geerntet, ja. Gut.
Was wächst denn da überhaupt? Pflaumen? Ach, guck mal, die Dinger kannst du richtig abernten, wenn du willst. Pflaumen. Selekte Typ auf Früchte, okay. Und gestorben an Alter. Ich weiß, mit der Futterreserve. Ich arbeite doch dran die ganze Zeit schon. Wir werden mal noch ein Feld bauen. Ist mir egal jetzt so. Komm. Zack. Auf lange Sicht müsste man auch wirklich den Weg da noch mal ein bisschen aus Stein bauen. Wir haben ja ein paar Maurer. Dann machen wir das mal. Und zwar bauen wir hier einen Steinweg. Dann machen wir... Wo brauchen wir denn eine schnelle Verbindung? Hier. Dass wir die hier noch weiterziehen. So. Bis zum Markt am besten, wa? So. Und so. So. Gut. Reicht erstmal. So, ein paar neue Einwohner sind ja scheinbar dazugekommen. Oh, wir haben nur noch zwei Nomaden. Die sind alle abgehauen oder in richtige Häuser gezogen. Und damit wurden sie dann, haben sie damit die Staatsbürgerschaft bekommen. So, wir gucken jetzt mal wieder in unsere Statistik. Guck mal, hier sieht es doch ganz gut aus. Die Futter, wenn es weiter... Oh, in 5 Jahren fällt es wieder. Ah, nee, ich wollte Futter. Food. Und fällt. Steigt hier kurzfristig und wird aber... Okay, 2 Jahre geht es auch noch, aber in 5 Jahren wird es heißen, wird es fallen. Okay. Dann geht es doch eigentlich schon mal in die richtige Richtung, oder? Nomad sind nicht gekommen. Was wird man noch sehen? Population Futter interessiert uns. Die anderen Sachen sind ja irgendwie... Ach nee, doch, klar. Leute, Menschen. Okay. Ah. Leicht steigend, die Population hier. Tja, wir brauchen noch eine zweite Kuh, weil ich weiß. Guck mal hier. Kann man hier nicht noch mehr Felder bauen? Was hält uns eigentlich davon ab, hier noch mehr Felder zu bauen? Guck mal eine an, die kannst du hier... So. Komm, dann bauen wir nochmal hier. Schönen Weg. Erstmal so. So wäre es ja echt ein alter Mann. Hofft man, dass hier also auch neue geboren werden. Der Händler ist da. Hoffentlich hat er noch eine Kuh dabei. Nein, Kürbissamen. Ne? Die müssen wir ja kaufen. Was bleibt uns an? 2500. Okay. Wie können wir die was bezahlen? Mit Stein. Und? Mit Iron Tools 40, Iron Tools 60, Iron Tools 80, Iron Tools. Feuerholz. Klamotten. Oh Gott. Steine. Oh Gott. Ich will aber unbedingt diese Kürbissamen haben. Jetzt ist das Holz alle. Hier, was gibt's hier noch? Ein bisschen Feuerholz noch rein. Okay, Trade. Dismiss. So, das hat aber richtig, das war teuer. Haben wir eigentlich hier noch im Inventory Eisen? Immer noch 80, okay. 100. Gut. Lassen wir dabei. So, was heißt das jetzt? Das heißt, wir können jetzt eine Kürbisfarm bauen. Guck mal, der Weg ist fertig, ist cool. Dann können wir nämlich diese Kürbisfarm hier gleich hier reinschmettern. Guck mal einer an. Guck mal. Oh. So. Und die große Priorität
Hätte ich hier auch ganz gerne. Mal gucken, dass wir eine Kürbisfarm noch bekommen. Bürgermäßig sieht es ganz gut. Wir müssen mal gucken hier mit unseren. Ich hasse hier irgendwo eine absolute. Na, hier haben wir eine ganz schöne Unterbesetzung. Da könnten wir eigentlich hier bei meiner auf jeden Fall noch zwei einsetzen, ne? Okay. Nein, noch ist nicht Schluss. Noch ist nicht Schluss. Oh, es kommt wieder Musik. Ich glaube, seit ein paar Folgen war keine Musik. Sehr eigenartig. Der Musikbug. Ja, weißt du, was ich hier anbauen will? Kürbisse, genau. Kürbisse. So. Sehr schön. Bitte macht Kürbisse, macht Kürbisse. Wir haben so wenig Nahrung. Wir sind ganz arm. Guck mal hier auch. Ah ne, 0%. Komplett, okay. Jetzt war noch ein bisschen warten. Ich meine, die Stadt ist jetzt schon ganz schön groß geworden, müsst ihr ehrlich mal sagen, oder? Was das für eine riesige Stadt ist. Mann, Alter. So, wie sieht's denn jetzt aus mit der Essenentwicklung? Ein Jahr. Zwei Jahre. Fünf Jahre. Ist noch nicht so optimal. Es ist leicht steigend. Also wir werden nicht verhungern, würde ich mal sagen. Wir werden nicht verhungern. Und hier wird das ganze Zeug hier mal weggerissen, oder was? Hier, guck mal. Oh, guck dir mal an, was hier für Rohstoffe vorhanden sind. Das ist unglaublich. Alter Schwede, guck dir das an. Ein Paradies ist das, ein Paradies. Was wird hier gebaut? Huntingkabinen, achso, 10%. Naja, okay. Oh, die Labor, die Labor. Wir haben wenig Labor. Wenig Labor. Wir müssen Stonecutter abziehen. Ein. Ja, würde ich mal erstmal so machen. Würde ich auch dabei belassen jetzt. So. Meine lieben Dorfbewohner, ist denn eigentlich der Friedhof schon fertig? Nein. Naja gut, die haben ja auch einen Kopf voll hier. Die sollen sich mal um die Ernte kümmern, dann bin ich schon glücklich. 22 anstatt 24 Farmer. Das sind so Sachen, das ist schon wieder ein Risiko. Kürbisfarm? Ah, Spätsommer, da wird er jetzt wohl nichts mehr auf die Beine stellen können. Wahrscheinlich erst im nächsten Jahr. Naja. Achso, jetzt kommen die da mit dem Zeug, was ich da beauftragt hatte. Ich hoffe mal, dass da ein bisschen was an Eisen bei war. Hier, wa? Weißt du, dass wir auf jeden Fall sagen, Leute. Nehmt mal hier das ganze Eisen noch mit. Falls hier Eisen ist. So. Oh, mir fallen gleich die Augen zu. Ich glaube, ich muss jetzt schlafen gehen. Aber ich denke mal, noch. Haben wir die Balance einigermaßen im Griff. Fragt sich, wie lange noch? Ich denke mal, an einer bestimmten Größe wird es dann nicht mehr. Ist halt schwer kontrollierbar. Es sei denn, man baut wirklich riesige Bereiche aus, wo nur Felder sind. Aber du brauchst natürlich dann auch die Leute, die dementsprechend die das bewirtschaften, war, ist klar. So, da wird der Friedhof gebaut. Hier hatte ich doch noch. Achso, diese wurden schon gebaut. Na, okay. War denn hier noch Platz für irgendwas? Guck mal, man könnte doch eigentlich hier oben noch ein paar Häuser bauen. Warum eigentlich nicht, wenn wir hier ein Holzhaus hinbauen? So. Dann, damit die nicht ein bisschen, weißt du, die dann da arbeiten, damit die... Das ist hier okay. Hier hatte ich noch keins, wa? Nee. Und dann im Prinzip... Hier noch eins hinbauen.
Und hier auch noch. So, 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 so. So, damit die Arbeiter da vielleicht in der Nähe ein bisschen vor sich hin wohnen tun werden. Eieiei, es ist aber auch ein Kreuz hier. Guckt das mal an, ey, was wir hier schon gebaut haben. Ist doch Wahnsinn. So, das war die Folge 18. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich schon. Langsam wird es eventuell unübersichtlich. Ich bin mir da noch nicht sicher. Aber optimistisch bin ich nach wie vor. Oh, wir haben 91 Einwohner. Das ist natürlich nicht schlecht. Oder haben wir 91 Rentner? 18... Ach du Scheiße. 91 Rentner. Achso, Erwachsene, Studenten und Kinder. Okay. Gut, meine lieben Freunde. Das war's jetzt aber wirklich. Bis zum nächsten Mal. Sagt euer UFO-Mann. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Abonnieren, fürs Liken, fürs Teilen und für alles, was ihr hier mir schon Gutes getan habt. Und ich freue mich schon, wenn wir uns dann wiedersehen in der nächsten Folge Banished. Die Verdammten. Tschüss.